Der FC Barcelona hat Real Madrid im Clásico durch einen 5:1-Sieg 2:0 gedemütigt. Sieh dir hier die Highlights der Partie im Video an. Während Barça nach dem 10. Spieltag der Primera División auf dem 1. Tabellenplatz steht, befindet sich Real auf Rang 9. Im FC Barcelona, Real Madrid. Den Clásico im Highlight-Video sehen lassen hat den Clásico zwischen Barça und Real exklusiv in voller Länge gezeigt. Kurz nach Abpfiff der Partie hat der Streamingdienst auch die Highlights zu dieser und vielen weiteren Spielen der internationalen Top-Ligen im Angebot. Zusätzlich zur Primera División zeigt die AZN auch Spiele der Champions League, Europa League, Premier League, Liga 1 oder Serie A. Auch weitere Sport-Highlights wie beispielsweise die US-Top-Ligen NFL, NBA und MLB sind im Programm. Die AZN kostet 9,99 € im Monat und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat. FC Barcelona, Real Madrid, 5:1, 2:0, Barça demütigt Real. Der FC Barcelona war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft in diesem Spiel. Real wirkte zu Beginn verunsichert, überließ den Katalanen den Ball und verlegte sich aufs Kontern. Die Führung für das Heimteam fiel gleich mit dem ersten schönen Angriff der Partie durch Coutinho. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Suarez durch einen Elfmeter mit 2:0, Varane faulte den Schützen kurz zuvor ungestüm. Nach der Pause sah es zwischenzeitlich so aus, als würde Real Madrid die Kehrtwende gewinnen. Nach dem Ausgleich durch Marcelo drückten die Königlichen auf den Ausgleich, der ihnen bei einem Pfostenschuss durch Modric verwehrt blieb. Doch auch Barça erarbeitete sich Chancen und erhöhte durch Suarez auf 3:1. Im Anschluss brachen bei Real alle Dämme. Suarez und Vidal stellten den 5:1 Endstand gegen eine Mannschaft her, die sich ihrem Schicksal ergab. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht zur Partie zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. FC Barcelona, Real Madrid. Die Fakten zum Spiel: Nur Luis Suarez und Lionel Messi erzielten in diesem Jahrtausend in der Liga einen Dreierpack im Clásico für den FC Barcelona. Zuvor war dies zuletzt Romario 1994 gelungen. Real Madrid hat das erste Mal seit 2010 5 Tore in einem Ligaspiel hinnehmen müssen. Barcelona ist seit 42 Heimspielen in der Liga ungeschlagen. Dies gelang ihnen zuletzt 1977. Primera División, die Tabelle nach dem Clásico-Platz Teams. Tore Div. 1. FC Barcelona 1028 zu 1.216.212, Deportivo Alaves 1014 zu 95.203, Atletico Madrid 1012 zu 57.194, Espanyol Barcelona 1014 zu 86.185, FC Sevilla 1020 zu 128.176, Real Valladolid 109 zu 72.167, Levante 1016 zu 151.168, Getafe 1010 zu 82.159, Real Madrid 1014 zu 1.401.410, Celta de Vigo 1017 zu 1.341.311, Girona 1012 zu 14.021.312, Real Sociedad 1012 zu 13.011.213, Betis Sevilla 105 zu 9.041.214, FC Valencia 107 zu 8.011.115, SD Eibar 1010 zu 17.071.116, Athletic Bilbao 1011 zu 15.041.017, FC Villarreal 108 zu 10.2918, CD Leganés 108 zu 15.7819, Rayo Vallecano Madrid 1010 zu 20.10.620, Hüske 107 zu 20-136, Werbung.